System fährt hoch. Ladevorgang läuft. Dateien werden geladen. So, liebe Zuschauer, los geht's mit dem zweiten Match des heutigen Abends. Viel Spaß. So, und da sind wir. Nicht wundern, dass ich das Challenge der zweiten Liga genannt habe, weil es sind alle Spieler aus der zweiten Liga. Deswegen ist das eine Challenge. So, ich habe hier noch ein paar Sekunden. Wann kommt eigentlich das, Chris, wann kommt das Herausforderungsspiel da von der ersten zur zweiten Liga? Wann war das nochmal? Es ist auf Montag gemeldet. Mhm. Wollte erst heute kommen, wurde aber dann nochmal geändert. So, wir haben in Orange Martin. In Rot Vitala. Die sind gegenüber. Das ist ein Teammitglied. Also das ist ein Team, nämlich das Team Matala. So, und dann haben wir noch Ramat und Silent Steph im Team Ramstef. Das ist interessant, dass sogar gegenüber die Leute sind. Und spielen nach den bisherigen Tour-and-Tour-Regeln. Das wird interessant. Dass sie vorher nicht groß expandieren können mit dem zweiten Bau. Ich bin gespannt. Auf der Map mit 4 Spielern? Ja. Ich bin mega geil. Das wird heftig. Ja. Deswegen dachte ich, das ist geil. Ich wollte erst Twin Eisel nehmen, dachte aber dann, nee. Wollen ja mal ein bisschen was sehen. Gehen wir mal die Karte. Die wollten wir sowieso spielen. Von daher. Also ich würde jetzt fast behaupten, dass Silent und Ramat hier einen Vorteil auf der Map haben. Werden wir sehen. Warum kann ich das begründen? Das will ich ja, weil die mittig in der Map platziert sind und hier Vitala und Madin sich nicht direkt gegenseitig unterstützen können so leicht, weil die Wege natürlich einfach viel zu lang sind. Ja. Und die beiden können von links nach rechts agieren, haben die beiden mittleren Inseln und ja, haben überall Zugang. Also ich glaube, die beiden haben Positionsvorteil. Hast du gesehen, Vitala geht schon mit dem Bauhof gleich rüber. Der hat unten schon einen Hafen und ein Transportboot gebaut. Da geht es schon rüber. Schwierig, das ist gut. Du musst jetzt hier nicht unbedingt auf die Panzerproduktion gehen, auf der Hauptinsel. Richtig. Aber deine Bauzeit geht halt verloren, wenn es darüber. Ja. Marco, hast du uns eigentlich woanders hingetrieben? Ging ja, einfach. Genau, aber die untere Insel ist ja schon worth, ne? Also die zu kriegen, gerade früh sich da breit zu machen, ist, glaube ich, gar keine schlechte Entscheidung. Jetzt muss halt auf jeden Fall mal 2 Raffs da hinbauen, dass da ordentlich Kohle rüberkommt. Nochmal einen Hafen, eine Waffenfabrik, Schattengenerator sollte schnell kommen. Was man der dann durchproduzieren kann. Ja. Kann schön Schiffe bauen, vielleicht bei ein paar Chronos sogar. Ja. Ja. Und habt ihr gesehen, Vitala ist schon rübergewechselt, ne? Da reden wir doch gerade drüber. Da haben wir doch gerade drüber geredet. Ich lese gerade den Chat, weil da gerade so viel Zeug reinkommt. Schön, dass ihr wenigstens moderiert, kann ich lesen. Wenn ihr so Dreier gespannt, gar nicht mal so schlecht. Oben der Silent will jetzt auch rüberfahren. Ich denke mal, der wird nach oben rüber schippern. Ja. Was sehr interessant ist, Silent und Vitala haben halt nicht wirklich viel gebaut, ne? Keine Waffenfabrik, kein gar nichts. Nee, klar, sie haben sich direkt den Positionsvorteil wollten sich holen. Ja. Und Marc sagt das vorhin schon richtig. Hier auf der Map ist ja jetzt so der Bauvorteil, dass du schnell in die Panzerproduktion gehst, gar nicht so entscheidend. Ja. Eher mal auf Expansion, Inseln besetzen, Schiffe und das langt eigentlich schon. Mhm.
Ja, die Frage ist jetzt, wer ist drüben jetzt schneller, ne? Jetzt, ich sag mal hier, du siehst es ja. Dylan macht jetzt schon die Brücke kaputt oben. Der wird jetzt rüberfahren gleich zum Martin. Ja. Martin. Und Vitala, der wird auf der großen Insel, wird der gleich anfangen, Panzer zu bauen. Das heißt, wenn dann von oben der Ramat kommen will, der hat überhaupt keine Chance, sich dabei zu machen gleich. Ja, aber er muss auch das Gleichgewicht schaffen, dass er sich trotzdem auf Wasser hält, ne? Okay. Ja, gut. Ressourcen wird er gleich haben, denke ich, wenn er hier gleich noch ein paar, zwei, drei Raffinerien setzt. Weil du siehst es ja jetzt schon hier, da sind schon 6 Schiffe. Und ja. Die anderen haben noch nicht wirklich Schiffe, ne? Martin hat da jetzt 2 gebaut. Mhm. Ramat fängt jetzt erst an. Ja, und Vitala hat halt noch gar keine Schiffe, ne? Nee, ja, hat Geldprobleme. Ja, die Cutterbridge, ja, das ist die Cutterbridge, das ist die große Cutterbridge, ja. Die haben sie schon zerstört. Ja. Übrigens, liebe Zuschauer, ich habe es mal probiert, einen Bauhof direkt rüber zu fahren. Der braucht 1,5 Minuten, bis er auf der anderen Seite ist. Den Spaß habe ich mir mal gemacht. So, und jetzt will auch der Ramat drüber setzen. Ich finde es sehr interessant, weil er hat bisher diese Zwischeninseln eingenommen, ne? Nee, die Hauptinseln sind auch wichtig. Da hast du mehr Erz drauf, das ist wichtiger. Ja. Na, guck mal, krieg direkt Besuch vom Heli. Aber das ist nicht Dings seiner, ne? Nee. Nein, nein, das ist die KI, der Airwolf, der hier auf der Map ist. Und warum ist der rot und der obere nicht, Mark? Weil das ein russer Helikopter ist und ein alliierter Helikopter. Ah. Der obere Heli. Aber die explodieren nach 10 Minuten, gibt es die nicht mehr. Die machen Selbstmord. Okay, na, der obere ist schon weg. Ja. Zerstörer hätten es halt kaputt gemacht. Also, ich bin hier echt gespannt. Also, Vitala mit 4 Sammler auf einer RAF. Ich weiß ja nicht. Klar. Ja, ich denke mal, er wird gerade noch eine zweite bestimmt noch gerade noch bauen hier. Naja, er braucht Kohle. Kohle. Das Ding ist halt, wenn er die Sammler clever verteilt auf das Erzfeld, dann funktioniert das wahrscheinlich gerade so. Mhm. Aber ansonsten. Ja, und ansonsten ist hier halt nicht viel. Vitala hat immer noch keine Flotte. Martin, er baut aber gerade. Martin fängt an, Flotte zu bauen. Ja, ist halt eigentlich schade, dass die halt so gegenüber sind. Andererseits ist es aber auch umso interessanter jetzt. Ramat hat auf jeden Fall schon mal ein Chrono gebaut, der wird jetzt auch wahrscheinlich gleich zum Einsatz kommen. Ja, du weißt ganz genau, was Ramat gleich vorhat. Ja. Echtzentren killen. Ja, vor allem hat er nicht nur eins, er hat gleich 2. Der muss einen allergischen Schock kriegen gerade. Ja, das Problem ist, er muss aber auch wissen, wo die stehen. Ja. Find's aber auch sehr interessant, dass die in ihrer Homebase hier nichts haben. Eine großartige Verteidigung, ne? Vitala hat nicht mal einen Schattengenerator, will gar nicht das Tech-Zentrum verstecken. Hat es komplett offen. Ja, gut, braucht er ja auch nicht. Recht ja, wenn Martin das hat. Gerdl, was soll explodieren? Wenn was eingenommen wird? Ja, und hier siehst du, dass der Martin sich schon Richtung Ramat langsam aufmacht. Genau, Ramat hat Tech-Radar, der findet das. Er schnuppert das. Wie so ein Bluthund. Ja. Wie lange haben wir denn noch den Timer? Hast du da was? 2 Minuten. Und bei Ramat ist gerade das Tech-Zentrum rausgegangen. Wie fährt denn Martin hier so kompliziert so rum? Erkundet ein bisschen, ne? Erkundet ein bisschen. Aber das kann er auch mit seinem Transportschiff machen. Ja. Nimmt gleich die ganze Flotte mit. Ja, und? Vitala mit einem Chronopanzer. Und Ramat jetzt mit Panzer unten auf der Insel. Ich würde sagen, den Vitala wird es hier nicht lange geben. Nee, wenn er nicht da gleich Panzer baut, dann ist die Basis da gleich weg und dann hat Vitala natürlich ein Problem. Bram hat sein eigenes Tech-Zentrum auch zerstört? Ich frage für einen Kumpel. Friendly Fire. Wenn er keine könnte, er würde es tun wahrscheinlich. Ja, das Problem bei Vitala sehe ich wirklich hier, es kommt zu wenig Panzer raus. Ich denke mal, der ist voll auf
auf der Schiffsproduktion hängen geblieben, dass er keine Panzer baut. Das würde ihm aber zum Verhängnis werden. Ja. Beziehungsweise Martin hat oben seine Schiffe wieder zurückgezogen. Silent? Ja. Das war die erste Bombe. Eine Minute. Martin hat immer noch keine Rakete, keinen Satellit draußen. Genau. Doch, da ist schon ja, der Vita lasse ich, glaube ich... Ja, das ist vom Ramat. Das ist vom Ramat, die Rakete. Ja, der Vita lasse ich, glaube ich, gerade ein bisschen sicher, dass er alleine ist auf der Insel. Man denkt da aber gerade falsch. Dürfte aber nicht so weit denken, weil Men lässt ihn ja von Ramat ja schon durch seine Base da laufen. Ja, wenn er es gesehen hat. Weil wenn er es gesehen hat, dann muss er ja Türme oder Panzer da jetzt bauen. Das wäre, alles andere wäre ja Wahnsinn. Ja, er hat einfach sein Set. Das Problem ist auch, er wird seine Homebase hier auf die Dings, sobald der Chronopanzer darüber geht, wird er so verlieren. Das ist keine Gegenwehr. Genauso wie wir Martin. Ja, gut. Martin hat jetzt Sicht. 10 Sekunden vor CDN hat Martin Sicht bekommen. Oh. Ist schon knapp, ist schon knapp. Welches Deckzentrum wird's erwischen? Vitala seins. Vitala. Schon angegriffen und verkauft doch. Ja. Nächste Krone draußen. OM. Ich hab noch nicht gesehen, aber ich hab einen zweiten Kronenblitzer gesehen. Oben bei Silent. Ganz oben rechts. Und hier beim Radar von Nächste Krone draußen. Ja, aber wohin? Genau, bei Radar. Und hier wird der Vitala angegriffen. Wer hätte es gedacht? Ja, und jetzt, wenn er nicht aufpasst, Bauhof weg und dann war's das. Ja, surprise. Ja, hat er denn eine Werkstatt? Ja, er kann auf seiner Homeinsel, kann er noch. Da hat er schon den zweiten Bauhof gebaut. Das ist schon mal gut. Wo ist der nächste? Foto. Bei Ramat sein Techzentrum. Hat er probiert. So, das kriegt aber er noch abgewehrt. Ja. Ja, er muss den Panzer rausnehmen, ne? Gut halt. Genau. Guck mal, der Martin, der jagt schon den armen Silent hier durchs Wasser. Oh ja, da geht's jetzt rückwärts hier. Ja, aber der Silent hat die Schippe, ja. Ja. Eigentlich müsste Martin oben jetzt Panzer bauen und oben rechts mal rüberfahren und einmal sagen, ey komm, das ist nicht deine Insel. Ne, macht er auch und er fährt auch jetzt los. Und Vitala geht jetzt unten links rüber mit 5 Panzern. Das macht er gut. Ja, weil Ramat hat es jetzt in dem Sinn, hat das jetzt verkackt, weil jetzt weiß, dass ja Vitala da auch da ist. Ja. Er steigt jetzt um auf Panzerproduktion. Ja. Ja, die Panzer werden aber nicht reichen, das rauszunehmen. Oder? Wie lang? Ne, jetzt kommt Turm. Turm ist da, okay, Turm ist kacke. Und jetzt wird repariert. Nee, reicht mir das nicht, aber Vitala hat Geld. Und Ramat geht's Geld aus. Da sind die Schiffe. Da sind die Schiffe. Die brauchen doch nur auf die Waffenfabrik gehen. Aber mach das. Mach nur die Schiffe, perfekt. So muss sein. Oh, es ist Badabum. Ja. Das ist natürlich blöd, aber Ramat wird sich jetzt wahrscheinlich hier gleich rächen. Und wird hier nochmal zurückfahren. Die Schiffe sind halt auch da. Naja, irgendwie hat Vitala nicht geschafft, die Brücke so gut zu zerstören, dass er da mal durchkommt. Der macht immer nur kleine Stücke kaputt. Und oben haben sich halt die beiden hier so ein bisschen lieb und schießen sich immer mal so ein bisschen an. Währenddessen schießt hier Vitala mit seinem Panzer mal so ein bisschen die Sammler runter. Schon blöd, wenn so eine große Brücke im Weg ist, ne? Ja. Ja, jetzt kommt der Martin jetzt oben auch schon wieder auf dem Weg. Oh, der hat aber jetzt auch eine große Panzer-Dings. Ja. Und das wird Silent wahrscheinlich... Doch, er sieht's. Aber er wird's nicht schaffen. Der wird jetzt drüber... Nee. Da wird der Bauhof jetzt gleich Geschichte sein. Ja, er wollte gerade rüberfahren. Wahrscheinlich hier so in die Mitte, um da den Übergang vielleicht dicht zu machen. Aber das war leider zu spät. Der Raider hat eine Frage. Sind die Schiffsraketen stärker als die vom U-Boot? Nö. Das Ding ist ja, der Zerstörer greift die U-Boote mit was anderem an, nämlich mit diesen Wasserminen. Und das ist ungefähr gleich mit den U-Boot-Torpedos, die das U-Boot, glaube ich, abschießen. Ungefähr, so. Richtig. Ja, der Zerstörer ist halt jetzt wieder gut, weil der halt auch noch gegen Lufteinheiten schießt auch noch aufs Land.
Richtig. So, unten geht der Vitala jetzt hier beim Rad rein. Da ist nämlich keine Verteidigung mehr. Und Bauhof geht gleich drauf. Ja. Kreuzer hat er auch schon gebaut. Also er ist gut auf dem Vormarsch jetzt. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass das der Vitala. Es sah ja nicht so gut aus für ihn, ne? Weil der, und hätte der Ramadon ein paar Panzer mehr gehabt, wäre die Basis unten auch weg gewesen. Ja. Ja, aber der Ressourcenvorteil hat gerade gekickt. Ja. Das hat man gemerkt. Ja. Ja, und Marlin macht es jetzt oben ja richtig breit. Und der Silent ja sozusagen von der Insel geholt. Mir wird fast, da steht jetzt noch ein Sammler. Ja, Silent muss jetzt die nächste Insel hier nehmen. Ja, er sofort. Muss hier runter, ja, der muss sofort hier runter. Außer, naja, Kreuzer, ne? Kreuzer von. Mhm. Ja, Vitala muss halt auf seine Sammler unten aufpassen. Die werden schön von zwei Panzern da zerflossen. Richtig. Ich glaub, das sieht er gar nicht. Martin hat gesagt, dem Ramad auch gerade mal ein bisschen Hallo, hat schon eine Werft rausgenommen. Ja, und nimmt doch gleich den Sammler raus. Oder? Nee, er nimmt erst die Werft raus. Erstmal die Werft. Erst die Werft. Schiffe sind gefährlicher. So, dann ist natürlich Ramad jetzt so ein bisschen in der Zange, ne? Ja. Martin von oben, Vitala von rechts. Ja, ihr müsst halt gucken, dass sie hier. Verstärkung kommt halt auf und Martin noch und so. Ja, wird. Ramad ordentlich bedrängt. Ja, richtig. Müssen halt gucken, dass sie jetzt einmal rausnehmen. Silent hat hier oben noch eine ganze Menge Schiffe. Da könnte er Panzer runterstellen. Der Martin dann könnte die Schiffe so ein bisschen mit rausnehmen. Aber derzeit lenkt er eben ab, ne? Das macht er ganz gut da oben. Ja. Fährt nämlich jetzt schön da durch unten und holt sich jetzt die Häfen. Martin gut unterwegs, so. Ja, das kriegt er gar nicht mit, der Silent. Doch jetzt. Nee, jetzt reagiert er erst. So, Häfen raus. Ja, der Vitala hat da ein Schiff in den Weg gestellt. Ist natürlich jetzt ganz blöd. Engstelle noch verengen. Ja. Noch. Eine Enge reinzukommen ist schwierig. Ja. Kennt er ja, ne? Alles dehnbare Begriffe. Wenn die Enge noch enger wird, ist es noch schwieriger. Ja, lieber Mia, es wäre für die Verantwortlichen, für das Bootcamp schön, wenn ihr dafür ein Ticket abstellt und ihr damit eure Bereitschaft zeigt, dass ihr noch mitmachen wollt. Das würde reichen. So, hier kommen die Kreuzer von unten. Und das sieht für den Silent jetzt hier nicht so gut aus. Mhm. Ich finde gut von den beiden, also Martin und Vitala hier legen sich auch gleichzeitig mit beiden Spielern an, ne? Ist ja nicht so, dass die jetzt nur bei einem aktiv sind. Ja, lieber Jamie Wolf, der Cutter ist nicht da. Ja, ich glaube, Silent ist eigentlich so gut wie raus. Dem haben wir die Kreuzer zu schaffen gemacht. Ja, das heißt so gut wie, er ist raus, also er kann nichts mehr machen. Jetzt hat er auch verkauft. Ja. Hat er alles rausgenommen. Ach, Jamie, es hört sich gerade so an, als wenn der Cutter da ist. Wenn der Cutter da? Ja, hört sich einer wie Cutter an. Weiß ich nicht. Nächstes Mal läuft's besser. Oh. Ach so, deswegen. Lieber Jamie, das ist unser Soundboard, was wir auf TikTok haben. Auf Discord. Da können wir hier auf dem Discord ein bisschen was einspielen. Ein paar Sachen von ihm, die er da mal eingesprochen hat. Oder beziehungsweise einen gelesen haben. So. Genau. So, die Kreuzer schießen ganz fleißig den Sammler hier runter rechts, also bleiben wir hier links. Was macht Ramad? Ja, Ramad hat jetzt ein Riesenproblem. Also der muss sich ja jetzt oben gegen Martin verteidigen und unten den Vitala abhalten. Noch hat er gut Ressourcen. Aber es sieht nicht gut aus. Also. Nee. Sieht echt nicht gut aus. Nein. Schiffstechnisch geht er, ist er halt auch schon am Verlieren. Hat nicht mehr viele. Kein Hafen mehr. Wenn man den jetzt hier oben reinfährt, dann auch nach unten durchzieht, dann ist hier gleich Licht aus. Ja. Aber es scheint so, als wenn sich der Martin da so ein bisschen zurückhält und Ramad den Winter da so ein bisschen Spaß überlässt, ne? Ja. Genau. Und da sind die Kreuzer.
Natürlich jetzt hier drüben ordentlich aufbauen, ne? Ja. Gucken, dass er die Schiffe, die restlichen, jetzt hier noch rausnimmt. Zwei Zerstörer sind noch übrig von der feindlichen Flotte. Ja. Und der rammert jetzt hier rüber, ne? Und da steht nicht viel. Das könnte... Ja. Ja, das reicht nicht. Die sind zu angekratzt. Kreuzer ballern mit. Türme stehen da ordentlich. Jetzt fahren sie eine links, andere nach rechts. Was macht der Sammler? Der ist schon gelb. Ja, es wird der letzte große Angriff wahrscheinlich sein von Ramat und dann war es das auch. Ja. Ja, aber nochmal ordentlich Schaden an, ne? Naja, er macht es gut. Er nimmt hier genau die Sachen raus, die er rausnehmen muss, ne? Auch richtig. Raus, Waffenfabrik raus, ob er die RAF jetzt noch schafft, ist jetzt die Frage. Ja gut, die tut nicht mehr weh. Nee. Aber hätte er das vorher gemacht, das wäre ein Schein gewesen. Ja, er hat doch Panzer, ne? Er hat schon wieder neue Panzer gebaut. Sag's mal so, hätte am Anfang nochmal eine Minute gewartet und hätte 5-6 Panzer mehr gebaut unten, dann wäre Vitala unten raus gewesen. Ja. Das wäre entscheidend gewesen. Genau. So, der Martin oben, könnt ihr mal gucken, oben auf seiner Zweitbase, was er da gerade so vorhat. Der will nämlich noch nicht aufhören hier. Ja, er fährt auch gerade mit dem Schiff schon runter und macht jetzt hier im Ramat da. Er macht jetzt Radau beim Ramat. Ja, da kommen auch Kreuzer und alles. Ja, Kronos. Marc, das wäre doch eigentlich. Alle. Marc, das wäre doch eigentlich, wenn ich so gucke, Martin und Vitala, die könnten doch eigentlich bei keine Kreuzer Fettgebiet vor mit aufnehmen, oder? Qualifiziert haben sie sich. Ja. Also die können Kreuzer bauen, die können Zerstörer bauen, was wollen wir mehr? Es langt, mehr brauchen sie nicht. Richtig. Ah, da oben mit seinem Boot kommt der Martin jetzt reingesneakt. Da kommt ein Bruno ist auch noch rein. Wo denn? Da. Unten links. Der nächste auf die RAF. Jetzt auf den Bauhof. Rammert verkauft. Ja. Das hat die Moral gedrückt jetzt. Das Chronopanzer gegen eigene. gegen sich selber angewandt werden. Ja. Genau, mit seinen eigenen Waffen geschlagen. So, Silent offiziell raus. Ja, und da kommen jetzt hier die Panzer auf die Mittelinsel. Das hat er auch verkauft. Ja, war mal ein schönes 2-2, würde ich mal sagen. Ja. Auf einer Wasserinsel, auf einer Wasserkarte mit vielen Inseln. Ist mal was anderes, ne, Marc? Ich hätte auch mit einem viel längeren Match gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ich eigentlich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass Silent und Ramat sich ein bisschen schwer tun mit Wasserkarten. Ich wusste es ja nicht. Ich habe einfach gedacht, okay, wir nehmen die jetzt mal. Weil wir die so selten hier zu sehen bekommen. Und ja. Ja, Silent ist raus und jetzt noch, ja. Ja gut, der Ramat ist ja auch auf seiner Karte so ein bisschen der Mowgli, ne? Mit auf seiner Dark Forest Map. Da ist er gut unterwegs, ja. Ja, GG. Ja, GG. Hol sie mal zu uns rein, Marc. Sind schon da. Einen wunderschönen. Hallo. Hallo. Na, ihr vier, wie war es für euch? Na, ihr drei? Schön war's. Und wir hatten Spaß. War ein schönes Spiel. Ja, schön. Schöne Kreuzer, schöne Zerstörer, alles gebaut, perfekt. Alles war da. Schnell auf die anderen Inseln expandiert. So war der Plan. Sah auf beiden Seiten erstmal gut aus. Und dann, wo es nachher losging, ja. Dann hat Ramat, 5 Panzer bei dir mehr und du hättest Vitala von der Insel verdrängt, gell? Ja. Das war echt ein bisschen knapp. Ja gut, dann wäre es vielleicht ein bisschen spannend geworden, aber ich wäre ja dann von oben schon wieder gekommen. Ja, aber dann hätte Vitala nicht so viele Schiffe durchgehend bauen können, weil wir dann irgendwann mal das Geld alle gewesen. Das stimmt. Vor allem der Bauhof stand ja noch dran, er hatte noch keinen anderen. Ja. Ja, ich hätte dann irgendwann später ihn gebaut, ich könnte vergessen. Ja, ich habe beim Vitala gesehen, dass er direkt nach CD-Ende kam der zweite raus. Nee, ich hätte nicht. Ich bin rüber und dann
Muss ich erstmal Seil ein bisschen bearbeiten, dann ging das ja. Ja. Ja, war schön. War ja quasi unser, ich und Vital, unser erstes Spiel zusammen. Ja. Ja, hat man gemerkt. Also, wie hat es euch gefallen? War toll, oder? Hat Spaß ja. gemacht. Nun, ja, auf jeden Fall. Seit lange mal wieder ein 2 versus 2. Ja. Naja, da die Liga ein bisschen eingeschlafen ist und neu aufgestellt wird. Die wird neu aufgestellt, ja. Wann das Ganze soweit ist, kann uns nur der Chef sagen. Das weiß ich also auch dauert nicht. Das weiß ich auch nicht. Mhm. Das Silent Drama. Wie war es für euch? Ey, die haben gegen uns gewettet, Vitala. Ja! Ich kam mir irgendwie verloren vor. Wir hatten einen Plan. Ich war derjenige, der das Tech-Zentrum am schnellsten baut und er geht auf Schiffe. Ah. Deswegen habe ich nicht so im Auge gehabt, was er macht. Deswegen musste ich die Einheiten halt komplett vernachlässigen. Ja, ja. Ja, er hatte zwei starke Gegner da gegen euch, muss man ganz klar sagen. Also das, jetzt glaube ich, hätten es viele schwer gehabt. Ja. Mal, wir sind eigentlich ziemlich ausgeglichen gewesen. Ramoth und Silent sind ja auch echt verdammt gut, ne? Eben, ja. Ja, klar. Auf jeden Fall. Aber gut, aber... Dann ist es halt wieder mit der Sprachbarriere. Ist ja Silent geschuldet, kann ich ja nicht dafür. Mhm. Kannst du die Absprachen halt nicht machen. Gut, es war logisch. Vitala, das Spiel geht los, puff, Licht raus. Aber da kam er wieder, da ging es. Ja, die haben dann halt geschrieben gehabt im Chat, dass er wieder gezogen werden müsste. Ich so, hä? Warum? Okay, haben wir reingeschmissen. Danke, lieber Chris. Ja. Ja, aber dennoch ein sehr schönes Spiel. Vielen, vielen Dank euch dafür. Danke. Die Karte war gut gewählt, oder? Für 2 versus 2. Ja. Schmutz. Ja, ist auch nicht meine Favoriten-Map, muss ich gar nicht sagen, aber ja. Kann man wohl. Also ich sag mal, die Startposition war ein bisschen blöd. Ich denke mal, wär beide in einer Seite gewesen, wäre es besser gewesen. Ja, auch. Ja. Da hätte mich Silent in Ramoth ein bisschen mehr decken können. Ja. Und andersrum. Und ja. Ja, ich finde, das hat eine gute Würze gegeben, dass ihr da durcheinander gemischt wart. Doch. Optisch hat's gut ausgesehen. Das hat auch Spaß gemacht. Ja. Guck mir morgen mal eine Wiederholung an. Auf jeden Fall.